Ich möchte ganz herzlich begrüßen zu einem nächsten spannenden Vortrag. Das Thema ist das alternative Leistungsschutzrecht. Gibt es etwas dazu? Weil der aktuelle Vorschlag ist nicht unumstritten. Auf der Bühne begrüßen darf ich Dive Jonova. Sie ist Head of Legal and Public Affairs bei der Swico. Kennen Sie hoffentlich den Verband? Ist ein bedeutender Verband aus der Branche etc. Und wir haben heute schon am Morgen am 11. einen sehr guten Tag von der Judith Bellesch von der Swico gehört. Ebenfalls mit dabei oder auf der Bühne ist Andreas von Gunden. Er hat ein riesiges CV, was er alles macht. Ich möchte da zwei Highlights rausnehmen. Einerseits ist er einer der Partner von Datenschutzpartner. Ich hoffe, ihr habt den Newsletter von Ihnen abonniert. Dort sind wirklich immer gerade die neuesten rechtlichen und juristischen Updates rund um Datenschutz und andere digitale Themen. Und zum anderen ist er noch Verleger von Das Netz ist politisch, dnip.ch. Ein sehr grossen und umfangreichen Blog mit Themen rund eben ums digitale Netz. Also zwei hochkarätige Redner. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Besten Dank. Danke, dass wir hier sein dürfen. Divet und ich werden jetzt miteinander den Vortrag bestreiten und stehen nachher für Fragen zur Verfügung. Und ich glaube, wir haben heute die Vorträge alle auf Hochdeutsch gehört. Und darum habe ich jetzt auch gleich noch gewechselt, wie sich das gehört. Ich möchte ganz kurz beginnen mit einer kleinen Geschichte zum Leistungsschutzrecht. Ivet wird dann zeigen, was die heutigen Probleme sind und dann werden wir uns die Alternativmöglichkeiten anschauen. Wichtig ist zu verstehen, dass das Leistungsschutzrecht nicht einfach irgendwie vom Himmel gefallen ist, ja, sondern das wurde ursprünglich von zwei wichtigen Menschen im internationalen Verlagsbusiness lanciert. Und zwar von den beiden Menschen, die eigentlich den Markt in ihren jeweiligen Ländern bezüglich der Meinungsmache komplett beherrschten. Der eine ist Rupert Murdoch, der den australischen Medienmarkt komplett beherrschte. Und der zweite ist Matthias Döpfner, der mit dem Axel Springer Verlag eigentlich den deutschen Medienmarkt mehr oder weniger beherrschte. Diese beiden Menschen, die stehen eigentlich für dieses Leistungsschutzrecht, für die Idee des Leistungsschutzrechts und auch für die ganze Entwicklung, wie wir sie heute haben. Rupert Murdoch konnte das mehr oder weniger durchsetzen in Australien, weil er halt einfach die Macht hat, das zu tun und das dann auch macht. Wer ihn nicht kennt, können vielleicht noch an Fox News denken und so, dann wisst ihr, in welcher Liga wir da spielen. Und in Deutschland hat es ein bisschen länger gedauert, das dann über die EU durchzubringen, aber die haben es auch geschafft. Und darum muss man wissen, das geht alles auf das Lobbying der großen Medienkonzerne zurück. Es hat nichts damit zu tun, den Journalistinnen und Journalisten eine bessere Arbeitsumgebung zu verschaffen oder irgendwelchen Lokaljournalismus zu schützen oder zu finanzieren, wie das oft behauptet wird. Und das muss man wissen, weil es ist auch wichtig, im historischen Kontext zu sehen, dass sich die Meinung da auch ein bisschen geändert hat. Fachleute, zum Beispiel der damalige Medienjournalist Rainer Stadler, hat bereits 2010 klar gesagt, dass das Bockmist ist, dass das völlig der falsche Weg ist und dass es ein absurdes Vorhaben ist. Ja. Die NZZ hat sich dann später auf die Seite der anderen Verleger und Verlegerinnen, oder muss ich sagen Verlagskonzerne, gesetzt, leider. Aber damals war sie noch dagegen. Und das war eigentlich der Stadler-Beitrag war eigentlich ein Beitrag auf die Forderung von dem damaligen Medienverlagspräsidenten Robert Neininger, der eben eigentlich im Zuge von Döpfner in der Schweiz dann dasselbe gefordert hat. Das war so die Diskussion und ich dachte damals, und das ist nicht nur das Tragische, seit dieser Zeit kümmere ich mich um dieses doofe Leistungsschutzrecht. Seit mehr als 12 Jahren muss ich dagegen ankämpfen und wir sind immer noch gleich weit. Das finde ich eben schlimm, oder? Und wichtig ist auch, dass man weiß, seither herrscht Uneinigkeit in der Medienbranche. Es ist eben nicht so, dass die Branche hier einig ist, wie das die Vertreter des Medienverbandes, vor allem der 4 großen Medienkonzerne, immer behaupten. Die 4 großen, die sind sich einig, ja. Und die im Verband sind zum Teil auch, aber es gibt auch noch andere Medienverbände, zum Beispiel den Verband Medien mit Zukunft, der sieht das anders, ja. Und es gibt auch andere Menschen in der Medienbranche, die sehen das auch anders. Es herrscht also hier keine Einigkeit. Ich sage das so betont, weil ihr werdet immer wieder hören dann im Verlauf des politischen Prozesses, dass sich ja alle einig sind. Nur so Spinner wie der von Gunden ist da dagegen, aber der Rest ist sich einig. Und das ist nicht der Fall, oder? Und was wichtig ist, wo aber Einigkeit herrscht, ist bei den Urheberrechtsspezialistinnen. Außer einer, ich nenne jetzt den Namen nicht, aber der ist bekannt dafür, dass er halt die Medienvertreter eben vertritt. Aber der Rest der Leute, die sich mit dem Urheberrecht spezialisieren, also Juristinnen, die sich mit dem Urheberrecht auseinandersetzen, sagen alle unisono,
das ist Bockmist. Das ist am falschen Ort, das ist hat nichts mit Urheberrecht zu tun, das gehört da eigentlich nicht rein. Ja? Und das ist wichtig, dass man das weiß. Es ist letztendlich eine Geschichte der vier großen Medienkonzerne und die haben vor einem Jahr einen neuen Anlauf genommen und haben damit so eine absurden Aussage von Karin Keller-Sutter, die Diskussion wieder neu lanciert und hat da behauptet, die waren da mit gestohlenen Velos rum. Ich will da gar nicht darauf eingehen, mir geht es eigentlich nur darum zu klären, wir haben dieses Leistungsschutzrecht schon x-mal auf dem Tisch gehabt, das letzte Mal im Zusammenhang mit der Urheberrechtsrevision 2019, also mit der sogenannten AGUR 12-Geschichte. Und da wurde es ganz klar abgelehnt. Man hat gesagt, das kommt hier nicht rein. Und wir haben damals dann am Schluss, ganz kurz vor der Abstimmung, noch im letzten Moment versucht, über die Kommission im Ständerat dies doch noch reinzudrücken. Und nur dank euch, die hier sind, und allen anderen, die wir dann Radau gemacht haben mit der Allianz für ein faires Urheberrecht, hat es dann dazu geführt, dass der Ständerat dann doch gesagt hat, die Kommission, ja, wir müssen noch mal über die Bücher, wir schauen uns das noch mal an, haben das dann nicht gebracht und haben aber dummerweise damals dann versprochen, sie würden in 2 Jahren noch mal reinschauen, wie es geht. Und das haben die Medienverlage genutzt, um sich einen Bericht zu bestellen vom Bundesrat, der jetzt eben sagt, das brauchen wir. Komme ich dann noch darauf zurück. Und die Argumente, die die Verlagskonzerne bringen, sind seit 10 Jahren dieselben, aber sie sind nicht besser geworden. Oder? Das erste ist, sie behaupten, dass die großen Internetkonzerne ihre Milliarden verdienen, indem sie journalistische Inhalte übernehmen. Und dieses Wort übernehmen, sagen sie tatsächlich, das hat auch Frau Keller-Sutter gesagt, und alle, die sagen immer, die übernehmen unsere Inhalte. Und ich meine, sorry, wer ein bisschen eine Ahnung hat von Urheberrecht in der Schweiz, weiß, das geht gar nicht. Ich darf das nicht. Die Inhalte sind geschützt. Ich kann nicht einfach übernehmen. Ja? Und was sie damit meinen, ist, sie machen sie zugänglich über Links. Und das wird dann auch später noch wichtig, dass sie im jetzigen Gesetzesvorschlag eben auch so genannt zugänglich machen. Da muss man eben aufpassen. Ja? Und euch muss ich das nicht erklären, aber es ist erstaunlich, wie vielen Leuten ich das immer wieder erklären muss. Verlinken ist nicht übernehmen. Ja? Verlinken ist verlinken. Ich mache einen Link irgendwo hin. Ich übernehme nichts, ich mache einfach einen Link. Ja? Und ich muss schauen, dass ich mich nicht emotional, ich bin hier ganz ruhig. Genau, also das ist alles okay. Wir wollen das ja einfach nur verlinken und nicht übernehmen. Genau. Und was auch wichtig ist, das will ich auch noch sagen, wieder ganz ruhig, oder? Im Internet gibt es nicht nur journalistische Inhalte. Bei aller Liebe zum demokratierelevanten Journalismus. Und glaubt mir, ich gehöre zu denen, der den finanziert. Ich habe alle die Zeitungen abonniert. NZZ, Tagesanzeiger, Aargauer Zeitung, Zoffinger Tagblatt, WOTZ und so weiter. Die kriegen alle Geld von mir. Republik, alle. Ich zahle den Journalismus, weil ich den gut finde, weil ich den wichtig finde. Ja? Aber das Internet ist viel, 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 viel mehr als der journalistische Inhalt. Viel mehr. Ja? Da gibt es so viele andere Dinge, die auch gut sind und die auch wichtig sind und die auch demokratierelevant sind und zum Teil auch Produkte von anderen Leuten, die eben auch demokratierelevanter Journalismus sind, auch wenn sie nicht in Verlagen sind, wie zum Beispiel meine Kolleginnen und Kollegen, die hier sind von DENIP, das Netz ist politisch. Und darum will ich einfach sagen, es ist völlig absurd, jetzt hier das Gefühl zu haben, nur die paar Journalisten, die schon nach Verlagskonzernen sollen irgendwelches Geld bekommen, um Links anzeigen zu lassen. Und wichtig ist, dass dass hier immer heißt, die Medienunternehmen und Medienschaffenden sollen für die Nutzung bezahlt werden, aber eigentlich findet ja gar keine Nutzung statt, sondern eine Verlinkung. Ja, dann auch eine wichtige Aussage ist, die Herstellung der Inhalte ist eine wichtige Leistung, die ist mit viel Aufwand verbunden und darum soll die Anzeige von Links darauf entschädigt werden. Das stimmt natürlich, die Leistung ist groß, da gebe ich zu. Das ist nicht so, also wer schon mal einen einigermaßen sinnvollen Blogbeitrag geschrieben hat, weiß, es gibt viel zu tun und Journalistinnen arbeiten auch noch viel, viel härter daran, dass sie gute Texte bekommen. Es gibt tatsächlich viel zu tun. Aber dieses Argument würde für mich bedeuten, dass alle Inhalte dann entsprechend entschädigt werden müssten, weil die anderen haben auch viel zu tun. Also ich meine, so ein Video machen, das gibt auch zu tun. Ne? Und einfach nur zu sagen, es gibt zu tun, das reicht nicht, um für etwas Geld zu bekommen. Es gibt noch viel, viel zu tun und ich kriege da kein Geld dafür. Es muss einen anderen Grund geben. Ne? Und dann sagt man danach, ja nein, nicht alle Inhalte, nur die demokratierelevanten, das kommt dann immer. Und da bin ich ja sogar einverstanden. Nur die demokratierelevanten, nur. Welche journalistischen Inhalte sind denn tatsächlich demokratierelevant von all denen, die jetzt dann Geld bekommen sollen, falls das Gesetz durchkommt. Ja? Und da muss ich einfach sagen, ich würde jetzt mal wagen zu behaupten, dass der größte Teil der journalistischen Produktion
nicht demokratierelevant ist. Und damit will ich gar niemandem absprechen, dass er oder sie das professionell macht. Und ich sage auch nicht, dass es das nicht braucht. Ich finde, ich lasse allen ihr 20 Minuten. Lest das, wenn ihr Lust habt dazu. Schreibt das Zeugs, wenn ihr Lust habt dazu. Das ist kein Grund. Aber behauptet nicht, das sei demokratierelevant. Das ist ein Witz, oder? Irgendwelche Geschichten über Autounfälle, Körperveränderungen von alternden Prominenten, Geschichten über Reality-Shows sind nicht demokratierelevant. Und ich bin schon der Meinung, wir können den demokratierelevanten Journalismus fördern. Müssen wir, ja. Aber nicht jeden Schrott, der im Netz steht. Und das Problem ist, dass dieses Leistungsschutzrecht genau dazu führen wird, dass der Schrott noch mehr produziert wird, weil der dann wieder mehr Links, Klicks, Krieg bekommt und darum eben auch mehr Geld aus diesem Gesetz. Und der letzte Punkt, den ich noch erwähnen will, ist, es heißt immer, der Bundesrat habe das Problem anerkannt. So haben sie eigentlich begonnen. Da beginnt die Geschichte immer, wenn der Medienverband hinsteht und sagt, wir brauchen das, sagt immer, der Bundesrat hat das Problem anerkannt. Er hat gesagt, wir müssen das jetzt lösen. Darum hat er das IG beauftragt, ein Gesetz zu schreiben, ja? Eine Vorlage zu machen. Die kommt jetzt dann. Aber das ist natürlich ein Witz. Das stimmt so nicht. Der Bericht des Bundesrates, auf der diese Behauptung fußt, ist ein reiner Gefälligkeitsbericht. Und wenn ihr den lest, ja, dann könnt ihr das selbst feststellen. Der ganze Bericht strotzt vor Informationen und Aussagen, der sagt, brauchen wir nicht, funktioniert nicht, ist eine dumme Idee. Ist alles voll von diesen Aussagen. Und dann am Schluss kommt das Fazit, wir brauchen das. Die Medien müssen das jetzt haben. Ja? Also das ist offensichtlich, dass das entsprechende Departement die Fachleute überschrieben hat. Dass der Bericht ist ein Gefälligkeitsbericht, kann man nicht ernst nehmen. Und was vor allem wichtig ist, die Diskussion hat ja gar nicht stattgefunden zu diesem Bericht. Also man kann nicht die Diskussion starten und sagen, wir brauchen die gar nicht mehr, weil der Bundesrat hat sich schon entschieden, dass wir das Gesetz brauchen. Damit wollen sie eigentlich die Diskussion abwürgen. Und darauf dürft ihr euch nicht einlassen. Wir müssen die Grundsatzdiskussion führen und nicht einfach über die Ausgestaltung des Gesetzes reden. Es geht um den Grundsatz. Und darum würde ich jetzt mal gerne von Yvette hören, was sie denn eigentlich vorhaben. Ja, vielen Dank, Andreas, für diese dynamische Einführung. Ich werde jetzt gerne ein paar Problemherde aufwerfen, die auf unserer Sicht bestehen. Zuerst hier eine Abbildung von Snippets, damit wir alle vom Gleichen schauen. Vielleicht haben sich einige von euch noch nicht damit auseinandergesetzt. Also das ist ein Link und unten hat es eine kleine Textvorschau. Und auf diese Links soll jetzt eine Vergütungspflicht für Online-Plattformen eingeführt werden. In der Realität ist es so, dass Verleger selber bestimmen können, ob sie überhaupt aufgefunden werden sollen mit solchen Snippets, wie lange diese sein sollen und ob es eine Bildvorschau gibt. Es ist sicherlich unbestritten, dass sich die Landschaft extrem verändert hat, das Nutzungsverhalten, die technischen Möglichkeiten etc. etc. Aber schließlich handelt es sich hier um nichts anderes als um eine Steuer auf Links, die neu eingeführt werden soll. Wir haben es alle mitbekommen, im Februar 2022 wurde ja das Medienpaket abgelehnt und im Nachgang dazu ist dies als politischer Entscheid zu sehen, dass man jetzt doch eine Art Medienförderung einführen möchte. In der EU ist es so, dass die Urheberrechtsrichtlinie in Kraft ist, die ein solches Leistungsschutzrecht vorsieht. Mit Status heute sind die einzelnen Mitgliedstaaten der EU daran, dies in nationales Recht umzuwandeln, aber es ist noch kein Rappen geflossen in der EU über die Form des Leistungsschutzrechts, weil es eben mit sehr vielen Umsetzungsschwierigkeiten verbunden ist. Der erste große Problemherd, den wir sehen, ist die Linksteuer, die eingeführt wird. So, Entschuldigung. Und das widerspricht dem Grundsatz des freien Internets erheblich. Also das freie Internet lebt ja davon, dass Leute sich vernetzen können, Links setzen können, dass dies multipliziert wird, die Zugänglichkeit etc. etc. Und die Einführung einer Steuer widerspricht dem ganz klar. Und da muss man auch sehen, das hat Andreas bereits sehr treffend erwähnt, also wenn die Links angezeigt werden, werden keine journalistischen Inhalte übernommen. Und so ein Snippet ersetzt eigentlich auch nicht die journalistische Berichterstattung, die eben dann meistens hinter einer Paywall oder einem Abonnement oder was auch immer geschützt ist.
Problemherd Nummer zwei, den wir feststellen, ist, dass es auf dem Werbemarkt auch unabhängig der Plattformen zu sehr großen Verschiebungen kommt. Also die sogenannten Rubrikenanzeigen, Stelleninserate, Autoverkauf und Kauf, Partnerportale etc. Das spielt sich ja eigentlich nicht mehr auf Papier ab. Das sehen wir nur noch sehr, sehr vereinzelt. Die spielen sich eher auf diesen Online-Marktplätzen ab. Und diese Online-Marktplätze, die ich da aufgeführt habe, die gehören allen einem Joint Venture der großen Medienunternehmen. Das muss man auch ganz klar sehen. Dann, das haben wir bereits kurz gehört, es gibt einen Schutz nach Urheberrechtsgesetz. Also es ist bereits heutzutage ganz klar verboten, journalistische Inhalte ohne die Einwilligung des Rechtsinhabers zu übernehmen. Und wie bereits eingangs gesagt, es ist in der Kontrolle der Verleger, ob sie überhaupt aufgefunden werden wollen auf diese Art und Weise. Es kommen dann häufig Argumente, ja, man könne ja gar nicht anders als Verleger als mitmachen und die Plattformen profitieren davon, aber man kann es auch umgekehrt sehen, oder? Und ich werde da auf ein paar Zahlen gleich eingehen. Das ist ein kostenloser Traffic, der da generiert wird zugunsten der Verleger. Die Forderung, die im Raum steht, sind 2 Milliarden Schweizer Franken pro Jahr, die offenbar der Volkswirtschaft in der Schweiz entgehen durch ein fehlendes Leistungsschutzrecht. Wenn Sie sich das ansehen, diesen Printscreen, Jahrbuchqualität der Medien 2020, dort finden Sie die gesamten Einnahmen von Online-Portalen für das Jahr 2020 in der Schweiz. Also das ist weit unter diesen 2 Milliarden Franken. Von dem her, wie diese Forderung begründet wird, ist eigentlich gänzlich unklar und nicht wirklich belastbar. Im Gegenteil, wir konnten auch oftmals lesen, trotz Corona haben diese großen Medienverlage deutlich schwarze Zahlen gehabt und haben auch zweifache Millionenbeträge an Dividenden ausgeschüttet. Dann das Argument, dass journalistische Inhalte hauptsächlich auf Plattformen gefunden werden. Die Zahl, mit der wir konfrontiert sind, ist 60-80% der Inhalte auf Plattformen oder auf sozialen Netzwerken sollen in Verbindung stehen mit journalistischen Inhalten. Wer sich auf sozialen Medien bewegt, weiß also, da kommen vor allem Katzenvideos, dem ist überhaupt nicht so. Es gibt Studien, die belegen aktuelle Studien aus 2022, beispielsweise von Sistrix, dass man sich bei Plattformen, Suchmaschinen bei etwa 2-4% befindet. Auf sozialen Netzwerken ist man auf 1-3% und News-Aggregatoren nutzen etwa 3% der Nutzerinnen und Nutzer. Und zusätzlich ist es dann auch so, dass jüngere Menschen, die bevorzugen eher die visuellen Netzwerke. Also das ist eine zusätzliche Entwicklung, dass das Interesse bei jungen Leuten, die vor allem auf diesen Plattformen und Netzwerken verkehren, sich das Interesse in eine ganz andere Richtung entwickelt. Und wie gesagt, ich habe da ein paar Zahlen mitgebracht. Also in Europa werden 3000 Klicks pro Sekunde gemäß einer Deloitte-Studie, die ich da aufgeführt habe, das sind 8 Milliarden Klicks pro Monat in den europäischen Raum durch Suchmaschinen an Verleger weitergeleitet. Und die haben da einen Wert berechnet, das sind 0,04 Franken bis 0,06 Franken, 4 Rappen, 6 Rappen, die so ein Klick an Wert generiert. Das kann auch als kostenloser Traffic zugunsten dieser Verleger gesehen werden, den sie auch monetarisieren können, denn sobald die Leute auf der Page des Verlegers sind, die ja eben meistens mit einer Paywall geschützt sind, können sie Abos verkaufen. Da gibt es diverse Optionen, wie man da auch noch Erlöse generieren kann durch Mitgliedschaften etc. Ein weiteres großes Problem ist, wie denn dieses Leistungsschutzrecht in der Schweiz umgesetzt werden soll. Also wie gesagt, in der EU ist es ja eher schwierig.
Und in der Schweiz treffen wir genau auch die gleichen Probleme. Es läuft alles ein bisschen so auf eine Art Kollektivverwertung heraus. Das ist ein neuer URG-Tarif, der beispielsweise durch Proliteris eingezogen werden soll. Und es ist ja so, dass alle Beteiligten an journalistischen Inhalten von diesem Gewinn profitieren sollen. Aber bis man diese mal ausfindig gemacht hat, wird es sehr, sehr lange gehen. Und das schafft dann auch ein gewisses Bürokratiemonster. Und außerdem ist auch noch unklar, wie man die Links zählen will. Also offenbar sollen alle Links darunter fallen, die als Suchresultat einer Suche erscheinen auf einer Plattform oder die gesetzt werden auf sozialen Netzwerken. Und das wird dann ziemlich schwierig, oder eben wie man den Marktwert eines sogenannten Snippets bewerten will. Ja. Gut, dann sagt Andreas zum Abschluss noch ein paar Worte, was Alternativen wären, und ein paar Worte auch zur weiteren Umsetzung. Und am Schluss haben wir dann noch Zeit für ein paar Fragen. Entschuldigung, habe ich doch Zeit gehabt, mich zu räuspern. Ja. Also, besten Dank, Yvette, für die Klärung, was da eigentlich vorliegt. Noch ganz kurz, ich möchte noch auf die Umsetzung eingehen, wie sich das im Moment angedacht wurde. Wir haben noch keinen wirklichen definitiven Entwurf auf dem Tisch, muss ich hierzu sagen. Es gab ursprünglich die Idee, dass das im Dezember noch hätte präsentiert werden sollen, und von dieser Dezember-Version sind so ein bisschen Dokumente kursiert. Darum habe ich schon eine Ahnung, was da angedacht ist. Und alles, was ich hier sage, sind auf diesen Ahnungen basierend. Ja? Also ich würde sagen, es wird wahrscheinlich nicht sehr weit davon entfernt sein. Da würde ich mich erstaunen, wenn sie in den letzten 3 Monaten noch sehr viel daran gearbeitet hätten. Das Erste ist, es soll eben durch das Zugänglichmachen der Inhalte soll Geld laufen. Das ist wichtig. In der Botschaft schreibt man immer von Snippets. Und man spricht auch dauernd von Snippets. Aber wenn wir dann das Gesetz lesen, dann ist es klar, dort steht nirgends das Wort Snippets drin. Sondern Zugänglichmachen von journalistischen Inhalten. Und das ist der Link. Und die wissen auch das ganz genau. Weil sie wollen natürlich, die wissen auch schon, also die Verlagskonzerne wissen, da kommen neue Systeme wie TikTok, Instagram und so weiter, wo auch Inhalte, die nicht von Ihnen sind. Also die wollen eigentlich für jeden Link, der irgendwo publiziert wird, auf irgendeiner dieser Plattformen, wollen sie Geld bekommen. Das ist klar, so wie es im Gesetz steht, auch wenn in der Botschaft das nicht so explizit ausgeführt wird. Also ich bin dann gespannt, wie es dann aussieht, wenn die definitive Version da ist. Und was auch wichtig ist, was in der damaligen Version gekommen ist, die Berichterstattung wird kostenpflichtig. Wir hatten bis jetzt im Urheberrecht eine Ausnahme zur Berichterstattung über aktuelle Tätigkeiten, also über Aktuelles. Das musste auch so sein. Wir müssen ja über Aktuelles berichten können, oder? Und das wird zwar weiterhin möglich sein, weil man macht es ja eben mit Kollektivverwertung, aber es wird kostenpflichtig. Und man wird explizit genau dafür, das steht auch so in diesem Bericht, will man das rausnehmen, will in Zukunft auch über die Berichterstattung soll Geld gezahlt werden. Also das heißt, die Plattformbetreiber können nicht sagen, das ist Berichterstattung über Aktualitäten, darum müssen wir nicht bezahlen, sondern man will das unterbinden. Übrigens, kleine Bemerkung, natürlich ist es so, dass die Verlage sind natürlich ausgenommen. Also die müssen logischerweise nicht zahlen, wenn sie Links benutzen von anderen. Das ist auch explizit so vorgesehen. Ja? Und was auch wichtig ist, es bedeutet nichts anderes, dass alle Plattformen für jeden Link, der von einem Verlagshaus kommt, bezahlen sollen. Und jetzt kann man ja sagen, ja, das interessiert uns ja nicht, das habe ich ja nichts damit zu tun, ich bezahle ja nicht. Das Problem ist aber, das wird viele Plattformbetreiber auch in Probleme bringen. Also man muss sich dann auch vorstellen, wer kommt dann überhaupt noch, und vor allem auch, nehmen wir nur schon Mastodon, wie soll das dort gehen? Ja? Wer soll denn dort bezahlen? Wie müssen die dann, alle, die eine Mastodon-Instanz haben, müssen die sich dann beim Proliteris anmelden und müssen da müssen quasi sagen, diese Links haben wir bei unserer Plattform verteilt und da müssen wir dann bezahlen. Also wie bei der Musik läuft es ja so. Also ich meine, jeder Konzertveranstalter weiß das. Entschuldigung bitte. Man muss dauernd diese Liste machen, und ich nehme an, das wird hier auch so sein. Also es ist sehr, sehr problematisch, auch was ist überhaupt eine Plattform und. Da werden sie dann schon Versuche machen, wie in der EU, so viele, wir haben, glaube ich, davon gesprochen, 10% der Benutzer in der Schweiz erreichen, dann ist man soweit. Aber auch da wieder, was macht man dann alles, um das zu verhindern? Das ist einfach Blödsinn.
Wie richtig, oder? Auch die Urheber sollen entschädigt werden. Das machen sie nur, damit sie die Gewerkschaften im Boot haben. Das ist extrem clever. Also das machen die Urheberrechtsverwerter immer, oder? Also diejenigen, die Geld verdienen mit dem Urheberrecht, sind immer die großen Konzerne. Man kann es nicht oft genug wiederholen. Schaut in der Musikbranche. Es gibt noch 3 große weltweite Konzerne, die verdienen sich dumm und dämlich mit den Urheberrechten. Aller kleiner Künstlerinnen und Künstler, die glauben, das Urheberrecht sei für sie, haben nichts davon, sondern nur die großen Konzerne. Und hier ist genau dasselbe. Und der Witz ist, das funktioniert im politischen Prozess, weil die sagen dann, ja, schaut mal, wir geben euch auch 50%. Die Frage ist aber immer 50% von was? Ja? Und der Punkt ist eben, wenn man dann schaut, wie das verteilt werden soll, dann nützt dir das nichts, wenn du als Journalistin oder Journalist ein paar Klicks hast auf deinen Artikel pro Jahr, dann kriegst du dann vielleicht 3,50. Vielleicht kriegst du sogar 150. Es ist nicht relevant zu deiner Arbeit und vor allem nicht relevant zu den 100 Millionen, die dann die anderen bekommen. Ja? Das macht einfach keinen Sinn. Und es wird eine riesen Bürokratiemonster geschaffen, weil sie wollen eben, damit sie wirklich alle im Boot haben, wollen sie auch bei jedem Artikel, dass alle Beteiligten, also jede Grafik, die erstellt wurde, jeder Data Journalist, der irgendwie mit dabei war, alle Korrektorinnen, all die irgendwie in diesem Artikel mit dabei waren, sollen was bekommen. Ja? Und das ist ja schön, also versteht mich nicht falsch. Ich bin auch der Meinung, man soll für seine Arbeit bezahlt werden. Das ist alles richtig, ja. Aber das hier ist ein Blindgänger, das ist ein Trugschluss, da wird einem Sand in die Augen gestreut. Das nützt den Leuten, die in diesen Redaktionen arbeiten, nichts. Kommt noch dazu, dass ich davon ausgehe und das ist ziemlich sicher, dass man dann dieses Geld, das man zusätzlich den JournalistInnen gibt, am Schluss mit der Zeit wird das die Löhne einfach drücken. Das ist ganz einfach. Schaut mal, der Verleger oder die Verlegerin ist ein Kapitalist bei den Großkonzernen. Und der sorgt dafür, dass es funktioniert. Und die JournalistInnen sind alle wollen JournalistInnen sein. Und darum haben wir hier ein Problem der Asymmetrie. Wir müssen nicht davon ausgehen, dass es irgendjemandem etwas bringt von den Kleinen. Und dann kommt auch ein wichtiger Punkt, dieser Ausgleich, der hier geschaffen werden soll, der Ausgleich zwischen Meta, Google und allen anderen und den Verlagen, dieser soll gerecht sein. Gerecht, das ist ein großes Wort. Ja, ein wichtiges Wort, finde ich auch. Glaubt mir, ich kämpfe immer wieder für Gerechtigkeit. Aber im Urheberrecht hatten wir das bis jetzt nicht. Und das Urheberrecht ist auch nicht gerecht. Ihr könnt das gerne mal ein paar Freunde von euch fragen, die Künstlerinnen oder Künstler sind, ob das Urheberrecht gerecht ist. Ist es nicht. Ja. Und kann auch nicht jetzt plötzlich gerecht werden. Die Idee ist, oder, dass man quasi sagt, man soll sicherstellen, dass die Aufwände, die in den Texten eingeflossen sind, dass die mitberücksichtigt werden. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, jetzt wollen wir also alle Beteiligten mitberücksichtigen und noch die Aufwände. Und das soll irgendwie dann in ein gerechtes System gegossen werden, dass man da Geld bekommt. Vergesst es einfach. Das wird nicht so kommen. Das wird komplex werden. Das wird irgendwo dann in dieser Proliteris drin verwurstelt und versanden. Und irgendwie kriegt man dann ein paar hundert Franken vielleicht als Journalistin, wenn man Vollzeit gearbeitet hat. Aber warum? Woher? Keine Ahnung. Und das wird auch nicht besser werden. Und es ist wichtig, oder? Ich glaube nicht, man darf sich von diesem Wort gerecht hier blenden lassen, weil es ist wie immer, wenn Konzerne eine Regulation wollen, glaubt mir das. Auch das ist 50 Jahre Lebenserfahrung. Konzerne, die regulieren wollen, die wollen das für sich und nicht für die Gesellschaft oder für uns. Die wollen das für sich. Und wenn die von gerecht sprechen, dann sprechen sie von Gerechtigkeit für sich. Ja, und nicht für euch oder für uns. Und das muss man sich einfach klar sein. Und natürlich kann man sagen, es ist gerecht, wenn die Großen so viel bekommen, wie sie halt gerechterweise zugestanden hätten. Nämlich groß, viel. Oder? Dann kann man schon sagen, das ist gerecht. Aber man muss aufpassen, was damit gemeint ist. Wir haben schon gehört, es wird ein Bürokratiemonster erschaffen. Wir müssen einfach uns bewusst sein, die Kosten werden in den Tarifen, die sich auskennen mit so Tarifen, das wird quasi in der Dunkelkammer werden die Tarife gedefiniert, dann gibt es ein Schiedsgericht, da kann man nicht viel machen. Am Schluss gibt es dann einfach einen Tarif, der ist eigentlich willkürlich zusammengestellt und bestimmt. Und mit diesen Tarifen werden auch diese Kosten gedeckt werden. Also am Schluss bezahlen das immer wir. Auch da genug Erfahrung im Leben, das bezahlen einfach wir am Schluss. Ja? Und genau. Letzter Punkt noch, warum ist das nicht im Wettbewerbsrecht? Ich habe schon ein paar Mal gesagt, das gehört eigentlich nicht ins Urheberrecht. Und das ist interessant, im Bericht des Bundesrats ist eine lustige Begründung. Ja, dein Branchenschutz hätte im Wettbewerbsrecht nicht zu versuchen, das sei ein Systembruch. Im Wettbewerbsrecht sollen wir nicht einen Branchenschutz haben. Finde ich auch. Ja.
Aber warum soll denn das im Urheberrecht gehen? Weil dort haben wir das eigentlich auch nicht. Und es ist so ein bisschen ein Witz. Und ich sage euch jetzt, warum die das alles über das Urheberrecht machen. Das ist ganz einfach. Das Urheberrecht ist kompliziert. Es ist irgendwie trockene Materie. Es interessiert sich niemand so recht dafür. Außer wenn man sagt, das ist meins. Dann interessiert mich das Urheberrecht. Sonst interessiert es niemand. Es versteht auch niemand wirklich. Kaum jemand hat wirklich eine Ahnung, was es eigentlich soll. Und darum machen sie es da drin. Weil sie genau wissen, über diesen Weg kriegen sie es auch durch. Ja? Wenn sie es über das Wettbewerbsrecht machen würden, wäre es viel, viel schwieriger mit der Opposition, auch im Parlament. Und das haben wir schon gesagt, hat ja niemand einen Schaden. Dann ist auch die Frage, wozu die ganze Übung, über welchen Betrag sprechen wir eigentlich? Und das ist auch wichtig. Da wollen Sie sich einfach nicht rauslassen, wir haben diese 2 Milliarden gehört, ja, dann winken Sie aber dann immer wieder ab. Also Sie sagen dann, 2 Milliarden gehen uns verloren. Und wenn man fragt, ja, wie viel wollt ihr dann wirklich, reden wir um 2 Milliarden? Ja, das wissen wir noch nicht. Oder? Und das finde ich ein wichtiger Punkt. Ich bin der Meinung, wenn eine Branche für sich eine Regulierung bestellt, ja, also wenn eine Branche kommt und sagt, hey Leute, wir sind arme Kerle, wir brauchen jetzt ein bisschen Geld, gebt uns die bitte staatlich garantiert. Ja? Dann bin ich der Meinung, dann sollte diese Branche mindestens uns sagen, wie viel Geld sie denn dafür erwarten. Ja? Wie viel soll da zurückkommen? Weil dann können wir im politischen Prozess uns überlegen, ist das eine gute Lösung? Wir können ja, wenn sie nämlich sagen würden, jawohl, wir wollen 100 Millionen, oder? Dann können wir uns überlegen, ja gut, 100 Millionen wollt ihr, okay. Kriegt ihr, aber nicht über das Leistungsschutzrecht. Das ist nämlich eine dumme Lösung. Viel zu viel Kollateralschäden. Dann machen wir das anders mit den 100 Millionen. Ja? Diese Frage muss man ganz anders diskutieren und sicher nicht einfach sagen, wir wollen das und nicht sagen, für wie viel Geld. Um wie viel Geld geht es eigentlich? Ja? Weil die Kollateralschäden sind immens. Ganz kurz noch, Geschichte der Pressekonzerne in der Schweiz ist übrigens immer eine Geschichte der Wettbewerbsbehinderung. Das muss man auch verstehen. Die Schweizer Medienverlage haben immer dafür gesorgt, dass sie alleine entscheiden können, wer die News macht, wer damit Geld verdient und wer die Inserateeinnahmen bekommt. Das war ihre Welt während 150 Jahren. Ja? Und da, immer wenn das geändert hätte werden können durch neue Technologien, haben sie sich Täter und Mordio gewehrt und alles daran gesetzt, dass es nicht passiert. Beispiel beim Aufkommen des Radios haben sie dafür gesorgt, dass nur sie es sind, die die Nachrichten sprechen können. Das wisst ihr vielleicht alle nicht mehr, aber es war ganz lange Zeit so, dass die schweizerische Depeschenagentur hat die Nachrichten vorgelesen. Und zwar exklusiv. Und das war die Nachrichten, die Depeschenagentur war der Nachrichtendienst der schweizerischen Verleger. Ja, das haben sie zum Beispiel gebracht. Oder Radio 24, allen ein Begriff vielleicht, oder überhaupt, dass wir heute Privatradios haben. Das war der Kampf von Roger Schawinski, kann man von ihm halten, was man will, aber es war sein Kampf damals, um das in der Schweiz durchführen zu können. Und der Grund, warum die das verhindert haben wollten, war nicht irgendwie, weil der Bundesrat das doof fand, dass wir jetzt andere Musik hören konnten, sondern weil die Verleger nicht wollten, dass ein weiterer Konkurrent auf den Platz kommt, der Werbegelder einnehmen kann. Ja? Und das muss man einfach wissen, es ist immer so gewesen, die Verlage wollen keine Konkurrenz. Aber in ihren Sonntagsreden reden sie immer, wir wollen Wettbewerb, wir wollen nichts von Politik hören. Aber sie machen alles, um diesen Wettbewerb zu ihren Gunsten zu regulieren. Das finde ich eine Sauerei, weil das ist nicht das, was wir eigentlich unter Ordnungspolitik und unter Wettbewerbspolitik verstehen. Ja? Und jetzt die bessere Alternative, ganz kurz. Ich gehe Ausgangslage. Wir gehen mal davon aus, es gibt ein paar Dinge, da sind wir uns einig, die Befürworter des Leistungsschutzrechts und wir. Erstens, die Digitalisierung hat tatsächlich ein paar Dinge verändert. Ja? Werbung und demokratierelevante journalistische Inhalte der klassischen Medienverlage haben sich entkoppelt. Das war früher nicht so. Wenn man Medien, Zeitung rausgegeben hat, hat man dort den journalistischen Inhalt gehabt und die Inserate dazu. Konnte man das finanzieren. Das hat sich durch die Digitalisierung entkoppelt. Aber die großen Verlagskonzerne der Schweiz selbst haben ein lukratives Kleinanzeigenmonopol geschaffen. In der Schweiz, fast in keinem anderen Land ist es so, gibt es nur noch eine Firma, die beherrscht alle Kleinanzeigen in der Schweiz. Ja? Ricardo, Tutti, egal, Immoclick und alle diese Stellenanzeigen, Immobilienanzeigen, Autoanzeigen, gehört alles einem Konzern. Ja? Und die verdienen damit Milliarden. Und kein Rappen davon geht an den Journalismus. Und das waren alles Einnahmen, die früher den Journalismus finanziert haben. Ja? Und das sind genau diese Verlage, die eben jetzt sagen, ja, wir haben kein Geld mehr für den Journalismus. Der muss jetzt uns Google geben und Meta. Aber sie haben eigentlich Geld, sie geben es einfach nicht mehr. Ja? Und wenn ich sie damit konfrontiere, sagen sie ja, ja, also das ist ja,
dem Unternehmer seine Sache, ob er das Geld irgendwo anders hingibt oder so. Ja, also da darf ich ja nicht reinreden. Gut, aber das ist mal sicher Fakt, da kann man nicht bestreiten. Ja, dann ist auch so die Fülle der Inhalte, auch journalistische und demokratierelevante, außerhalb der Verlagskonzerne, die um Aufmerksamkeit buhlen, ist explodiert. Es gibt sehr viel mehr Inhalte. Ja? Und was viel Aufmerksamkeit erreicht, das ist auch wichtig, und damit viel Werbeeinnahmen generiert, ist in der Regel nicht demokratierelevant. Das muss man natürlich sich klar bewusst sein. Es gibt ein paar Ausnahmen, so Fälle wie jetzt die Corona-Leaks oder wenn wir von der NIP etwas bringen, dann ist das was anderes. Oder? Aber in der Regel ist es so, dass Zeugs, was da auf 20 Minuten viel Werbung generiert, ist nicht unbedingt demokratierelevant. Ja? Und das ist wichtig zu verstehen, weil das Leistungsschutzrecht wird das nur verstärken. Würde das nur verstärken, würde gar nichts bringen. Ja? Und die Herausforderung ist natürlich einfach nur die, wie soll demokratierelevanter Journalismus finanziert werden? Da sind wir einverstanden. Und da komme ich einfach zum Schluss, das Leistungsschutzrecht wird das Problem nicht lösen. Wir müssen ein anderes angehen. Ja? Wir müssen nämlich schauen, oder sowohl die direkte Werbung wie auch die direkte staatliche Förderung haben das Problem, die Beißhemmung zu senken. Das ist das Grundproblem. Man spricht immer davon, der Staat darf nicht direkt fördern. Aber sorry, auch die direkten Inserate sind ein Problem. Denken wir nur an das Walter Frey Tagesanzeiger-Boykott vor 20, 30 Jahren. Ja. Also das ist immer auch ein Problem. Nicht nur die staatliche Förderung, sondern auch die direkte Werbung, die man akquirieren muss, führt dazu, dass man gewisse Firmen nicht angreift. Oder? Und darum ist eigentlich indirekte Finanzierung viel besser, nur beinhaltet die das große, schwierige Verteilproblem, wer soll unter welchen Bedingungen finanziert werden. Ja? Und auch wichtig, wie kann verhindert werden, dass anstelle von demokratierelevanten Inhalten die Konzerne und Milliardäre finanziert werden, was jetzt beim Leistungsschutzrecht der Fall wäre. Ja? Und wie können Medienfreiheit, Medienvielfalt und der Wettbewerb der Ideen sichergestellt werden, weil den brauchen wir halt trotzdem. Und das kann man lösen, indem wir einerseits sagen, wir haben schon bereits eine Medienabgabe, die haben wir, die ist gut, die macht Sinn. Die erhöhen wir jetzt von diesen 1,3 Milliarden, die wir haben, auf 1,5 Milliarden. Das klingt nach viel, ist aber kein Problem. Ihr müsst nicht mehr bezahlen, das kriegen wir anderswo hin. Kann man noch diskutieren, woher, aber das kriegt man rein. Ja? Und dann würde man das umverteilen und sagen, von dieser 1,5 Milliarden kriegt die SRG noch eine Milliarde. Über diese Verteilung kann man auch noch diskutieren. Aber ich wollte die SRG nicht zu fest dran nehmen, weil die leider ja jetzt schon, wenn wir schon 300 Millionen abzwacken, haben die schon genug zu tun, das hinzukriegen. Aber das wäre möglich, weil dann hätten sie immer noch viele Möglichkeiten, Inhalte zu bringen. Dann hätten wir 1 Milliarde für die SRG und 500 Milliarden für NIP. Und 500 Millionen meine ich, ein paar andere. Für uns, für die Kleinen. Ja? Und zwar eigentlich nicht für Einzelne, sondern Redaktionen und Medienschaffende können sich dann jeweils für 3 Jahre zum Beispiel für einen Sockelbeitrag aus diesem Topf bewerben. Und das einzige Kriterium ist, sie müssen demokratierelevante Inhalte machen. Es ist egal, ob das eine Großredaktion ist, ob das ein Konzern ist, ob das eine Einzelmaske ist, ob das 3 zusammen sind. Die können sich bewerben und die kriegen dann zugesprochen Sockelbeitrag auf Anzahl Leute oder sowas. Mit dem kann man mal das Grundstock finanzieren. Ja? Und dann, das ist die eine Hälfte der 500 Millionen und die andere Hälfte der 500 Millionen, die verteilen wir den Menschen in der Schweiz. Jeder erwachsene Mensch kriegt einen Gutschein. Ich habe jetzt nicht ausgerechnet, wie viel das sind, sagen wir 200 Franken pro Jahr. Diese 200 Franken, die kann jetzt jeder einzeln selber verteilen auf der Website, wo die aufgeführt sind, die den Sockelbeitrag bekommen. Er geht da hin und dann sagt er, TNIP kriegt von meinen 200 100 und die Republik kriegt 50 und die WOTS kriegt die anderen 50. So, da sind meine 200 verteilt. Und so wird das Geld an die Redaktionen verteilt, indirekt, oder? Und der Witz ist dann wichtig, das ist der letzte Punkt, oder? Alle, die dafür Geld bekommen, sind zu einem Punkt verpflichtet, die Inhalte müssen unter Creative Commons frei ins Netz. Damit sie nicht hinter der Paywall versteckt sind, damit sie tatsächlich diesen gesellschaftlichen Nutzen auch bringen können, die man immer hat. Mit diesem Paket hätten wir unsere Probleme gelöst. Wir brauchen kein Leistungsschutzrecht, wir hätten demokratierelevanten Journalismus finanziert und wir wären auf einem guten Weg. Und darum, letzter Punkt, wir müssen das Leistungsschutzrecht, so wie es jetzt auf dem Tisch ist, einfach wieder verschwinden lassen, bodigen, weil das nicht funktioniert und uns die Medienförderung und andere Ideen für Jahre blockieren wird. Besten Dank für eure Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank für euren Beitrag, für euer Engagement, für den Werf, mit dem ihr eure Voten gehalten habt. Das Mikrofon ist frei. Ich sehe schon jemand, der sich in diese Richtung bewegt. Ich kenne die Dame, glaube ich. Kennst du mich? Ja, vielen Dank für diesen engagierten Vortrag.
als Vertreterin der Medienzunft bin ich da. Ich bin da deiner Meinung. Du weißt, es gibt die Medien, die Redaktionsseite, es gibt die Verlagsseite, die haben eine andere Meinung. Gerade zu diesen 2 Milliarden, die du gesagt hast, warum diese Zahl? Das ist die Zahl, die offenbar verloren geht von den Werbeeinnahmen von den Verlagen zu Google und Facebook. Diese Zahl wurde so errechnet. Also das ist eigentlich noch interessant, dass man das eigentlich begründet. Wir wollen 2 Milliarden, aber nicht, weil unsere Inhalte so wertvoll sind, sondern das sind die Werbeeinnahmen, die wir offenbar verlieren. Und was ich gerne wissen möchte, ist jetzt, wie ist eigentlich so ein bisschen das von eurer Seite, von DigiGuess, der Fahrplan dagegen? Weil jetzt gibt es ja diese Vorlage, jetzt gibt es die Vernehmlassung. Die Antwort, das Leistungsschutzrecht ist eine Antwort auf das abgeschiffte Mediengesetz. Also es ist eigentlich ein Verzweiflungsakt, das ist völlig klar. Vor einem Jahr hat mir ein Nationalrat der SP gesagt, das wird niemals kommen. Das werden die, oder Google ist so mächtig im Lobbying im Bundesparlament und so gut aufgestellt, das wird das Bundesparlament niemals gutheißen. Du bist dabei gewesen im Dialog mit den Medienverlagen, so ein bisschen deine Einschätzung. Ist das mehrheitsfähig im Bundesparlament oder nicht? Und vielleicht noch zu deinem Vorschlag mit der Alternative. Ich glaube, du hättest da einen Bündnispartner bei CH Media, Peter Wanner, weil der hat gesagt, ja, also wenn das mit dem Leistungsschutzrecht nicht funktioniert, dann möchten wir dieses Vouching-System einführen. Also hättest da vielleicht noch jemand, den du ansprechen kannst. Sehr gut. Gut, willst du was sagen noch zu dem ersten Teil? Ich kann gerne ganz kurz zum parlamentarischen Prozess etwas sagen. Also was speziell ist, dass die Meinungen sehr unterschiedlich sind und auch nicht klar den Parteien zuordnenbar. Also aus meiner Sicht, das ist eine zusätzliche Steuer auf links. Liberale Parteien sind aber noch überhaupt nicht geschlossen. Und vom ganzen Prozess her, wie das gelaufen ist, muss ich schon sagen, etwas befremdlich, weil damals hat man klar gesagt, im Nachgang zum AGUR 12.2-Kompromiss, nein, es wird kein Leistungsschutzrecht geben und darum ist es ja ein Kompromiss. Plötzlich kommt eine Vernehmlassung, wie du gesagt hast, nach der Abstimmung, oder? Und die fragt nicht, ob. Die fragt, wie werden wir es umsetzen? Es wurde eine Regulierungsfolgenabschätzung durchgeführt. Dort wurden nicht alle relevanten Player eingeladen. Es bestand auch nicht wirklich Transparenz diesbezüglich, wie die Antworten ausgewertet wurden. Von dem her schon mal ziemlich problematisch und meiner Meinung nach überhaupt nicht unrealistisch, dass das kommt. Also wie gesagt, die typischen Parteigrenzen sind hier nicht auszumachen. Das verschwimmt und da bringen wir uns auch ein und versuchen ein bisschen auch Aufklärungsarbeit zu leisten. Genau, also vielleicht zur Ergänzung, was wir ganz konkret machen, oder? Danke für deine Einschätzung, die ich teile. Wir sind dauernd dran in den Fraktionen. Also ich bin schon Fraktion der SP gewesen im Bundeshaus. Ich war in mehreren Kommissionen, habe denen immer wieder das versucht zu erklären. Aber ich bin natürlich immer mehr oder weniger alleine, oder auch wenn Yvette dort ist, oder? Es ist immer eine Riesenphalanx, ja, von denen, die das wollen. Und darum, im Moment ist die Idee, wir müssen das irgendwie im Bundeshaus jetzt stoppen. Oder? Also wir müssen versuchen, dass das im Parlament gestoppt wird. Das ist eigentlich im Moment die einzige wichtige Alternative, die wir sehen. Oder? Wir müssen schauen, dass das runterfliegt. Und da können wir nur durch Aufklärung, wir haben jetzt wieder vor, eine Veranstaltung zu machen bald, und wir müssen einfach solche Veranstaltungen machen, mit möglichst viele Leute überzeugen, dass das nichts bringt. Und vor allem, was wichtig ist, also unser Hauptargument ist eigentlich, wenn wir die Medienförderung wollen, wenn wir wirklich eine neue Ordnung der Medienförderung wollen, auch wenn wir noch nicht wissen, wie die ausgestaltet werden soll, dann dürfen wir jetzt nicht dieses Leistungsschutzrecht annehmen. Weil wenn das drin ist in der Box, dann werden wir für die nächsten 10, wenn nicht 20 Jahre keine Diskussion mehr führen können über die Medienförderung. Obwohl, und das ist wichtig, sogar der Medienverband immer wieder sagt, ja, nein, Leistungsschutzrecht ist keine Medienförderung. Also die sind natürlich immer völlig widersprüchlich, oder? Aber wir müssen das darum verhindern. Und im Moment geht es wirklich darum, jeden einzelnen Parlamentarier davon zu überzeugen, dass man das Ding nicht weiter diskutieren sollte, sondern hier jetzt stoppen. Danke, dann eine Frage am anderen Mikrofon. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es in Spanien vor 10 Jahren auch so etwas, wo dann Google News einfach abgeschalten wurde. Mhm. Und Facebook hatte auch Links zu Medienfirmen eine Zeit lang komplett unterdrückt, als das in Australien eingeführt wurde. Irgendwie ist kein Risiko, dass einfach die Plattformen sagen, wir verlinken halt nicht mehr zu Medienfirmen, weil wir müssen bezahlen dafür. Ich glaube, das werden sie versuchen zu verhindern. Also das ist auch eine Diskussion, man hat ja da auch im Bundesratsbericht gesehen,
Das wurde schon vorweggenommen, hat gesagt, das IGE soll zusammen mit dem SECO eben auch schauen, dass man dann aus wettbewerbsrechtlichen Gründen, hier kommt dann das Wettbewerbsrecht zum Spiel, dann verhindern kann, dass die sich quasi ausklinken. Und das ist eben genial, das ist ja das total Absurde. Also ihr müsst euch das so vorstellen, man macht also ein Gesetz und sagt, hier, wenn ihr unsere Inhalte braucht, dann müsst ihr dafür zahlen. Also wenn ihr auf unsere Inhalte verlinkt, müsst ihr dafür zahlen. Und dann, wenn ich sage, oh, dann verlinke ich halt nicht mehr, machen wir noch eine zweite Novelle und sagen, du darfst nicht sagen, du machst das nicht mehr. Du musst auf unsere Inhalte verlinken. Und das ist ja das Absurde. Also das ist wie wenn man im Kiosk sagen würde, du musst die Zeitung hier verkaufen, du darfst das nicht anders machen, du musst. Ja. Und was man vielleicht auch noch sehen muss, diese Form, wie sie angedacht ist in der Schweiz, ist viel, viel extensiver als in anderen Ländern. Also das ist eigentlich eine Neuheit, oder? Mhm. Und da müssen wir schon schauen, wie das herauskommen wird längerfristig und was man vielfach vergisst. Also seitens dieser großen Plattformen, die du genannt hast, es gibt ja schon viele Medienförderprogramme. Also da werden ziemlich große Beträge investiert in Corona-Fonds, in Medienvielfalt. Etc. etc. Und das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt, oder? Und was in der Schweiz ganz besonders ist, also im Ausland finden bilaterale Absprachen statt zwischen großen Plattformen und Verlegern, und in der Schweiz verweigern die Verleger diesen Weg absolut. Also sie sagen, auf diese Gespräche werden wir nicht einsteigen. Danke, wir sind schon ein bisschen über. Bitte ganz kurz und denkt dran, man kann sie nachher auch in der Pause noch kurz bilateral abfangen. Bitte kurze Frage, kurze Antwort. Ja. Mich hat es wundergenommen, bei der einen Folie habt ihr erwähnt, dass ein Klick 3-7 Rappen wert ist. Und ich weiß von mehreren deutschen YouTubern, dass geschätzt wird, 1000 Klicks auf YouTube sind 1 Euro wert. Und das geht für mich mathematisch nicht auf. Und da wollte ich fragen, wie auf die 3-7 Rappen pro Klick kommt und wieso da die Differenz zu Plattformen wie YouTube ist. Also das ist eine Zahl aus einer Deloitte-Studie 22, die eben genau die Monetarisierung durch Plattformen für Kulturschaffende oder auch Medien untersucht. Und das ist eine konkrete Fundstelle, wie die das ausgewertet haben, 4-6 Rappen pro Klick. Also ich kann dir die Studie dann angeben, wo man das nachschauen kann, ja. Herzlichen Dank nochmals, ein Applaus für die beiden Redner und Rednerinnen.